ist die Rückkehr von Timo Werner nach Leipzig der Transfer des Sommers. Zumindest steht der Wechsel bei mir persönlich ganz, ganz weit oben. Vor allem, wenn wir uns die ganzen Kerndaten anschauen. RB zahlt nämlich maximal 30 Millionen Euro. Und da sind die Bonuszahlungen einfach schon mit drin. Die fixe Ablöse soll dabei bei knapp 20 Millionen Euro liegen. Außerdem unterschreibt Werner wohl bis 2026 in Leipzig. Dieser Transfer ist nach David Raum ein weiteres absolutes Statement. Und meiner Meinung nach zeigt Leipzig mit diesen Transfers ihren Status im deutschen Fußball. Man hat nicht nur zwei deutsche Nationalspieler verpflichtet, sondern zwei Spieler, die von vielen europäischen Spitzenclubs gejagt wurden. Timo Werner wird die ohnehin schon spannende Offensive in Leipzig nochmal upgraden. Und ich bin mehr als gespannt auf sein Zusammenspiel mit Christopher Nkunku. Die meisten von euch wissen vielleicht, dass ich ein großer Fan von Timo Werner bin. Der 26-Jährige ist ein Spieler, der in der Lage ist, Räume für seine Mitspieler zu schaffen, sich immer wieder in gefährliche Positionen zu bringen, aber durch seine Schnelligkeit auch bei Kontern nur sehr, sehr schwer aufzuhalten ist. Und wenn der Kerl wieder sein volles Selbstvertrauen hat, dann wird er auch wieder Tore am Fließband erzielen. Da bin ich mir sicher. Und meiner Meinung nach war genau das nämlich sein Problem bei Chelsea. Er hatte nicht dieses Selbstvertrauen, was er brauchte. Ich persönlich fand Timo Werner auch bei Chelsea immer beeindruckend. Man hat ihn aber so ein bisschen die Unsicherheiten angesehen, nachdem er zwei, dreimal eine große Chance liegen lassen hat. In Leipzig wird er wieder ein Umfeld haben, was auf ihn baut, was ihn schätzt und welches ihm auch mal eine vergebene Chance verzeiht. Im Gegenzug bekommt Leipzig einen Offensivspieler auf europäischem Spitzenniveau. Und alle Dortmunder sollten jetzt weghören, aber mit diesem Transfer hat RB Leipzig für mich persönlich den Status als Nummer 2 in Deutschland definitiv übernommen. Zumindest vorerst. Der Kader von RB ist der Wahnsinn und man hat es geschafft, alle Topspieler zu halten und sich zu verstärken. Ich weiß, ich wiederhole mich, aber das, was die Leipziger auf dem Transfermarkt machen, ist pure Weltklasse. In Europa gibt es nicht viele Clubs, die sowas können und vor allem nicht in dieser Beständigkeit, wie es RB Leipzig macht. Aber was meint ihr? Kommt Timo Werner in Leipzig wieder in Form und haben die Leipziger eine der besten Transferperioden in Europa gehabt? Schreibt es gerne mal in die Kommentare. Lasst gerne ein kostenloses Abo und ein Like da, um den Kanal zu unterstützen. Ich danke euch fürs Zuschauen. Macht's gut, haltet die Ohren steif und ciao, ciao.